Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, wir haben ein bisschen Laub auf der Rasenfläche und ich dachte mir, wir könnten noch mal einen schnellen Vergleich machen zwischen der Saugleistung eines Sabo Mähers. Ich habe ja hier meinen alten 43A und meinen neuen Stiegermäher. Der hat eine 48 cm Schnittbreite. Ist jetzt nicht so ganz fair, weil er jetzt halt ein bisschen mehr aufsaugen muss, der Stieger. Aber egal, wir schauen mal, wie die jetzt hier saugen auf dieser Rasenfläche und auch das Gras klein häckseln. Weil der Stieger hat ja so ein Mulchmesser, der Sabo nicht. Schauen wir mal, darum geht es in diesem Video. Es geht so ein bisschen hier die Sonne weg. Egal, das ziehen wir jetzt hier durch. Würdest du das mal mitmähen, parallel mähen? Parallel mähen. So, meine Frau macht jetzt mit. Das ist ja cool. So, wir mähen einmal hier zwischen der Felsenbirne und der Birke hier hin und her. Ja. Ganz dicht parallel eine Bahn hin und eine Bahn zurück. Ja, die Bahn nach außen dann, ne? Ja, genau. So. Also, du musst ihn anschmeißen. Darf ich ihn hier anschmeißen? Warte. So, auf die Plätze, fertig. Los. Warte, warte, warte. Bist du langsam? Ja, du gehst. Noch eine. Eine noch. Gut. Tja. Sehen wir einen Unterschied? Nein. Sehen wir einen Unterschied? Nein. Na gut, da ist die Streifen und hier nicht. Ja, die Streifen sind fantastisch. Also es ist einfach immer wieder cool. Aber so, er hat ein paar Blätter liegen lassen, der Sabo. Er hat auch ein paar Blätter liegen lassen. Gucken wir mal auf die Häckselqualität. Den Fangkorb raus. Ja. Also ich habe fast nur Blätter. Ich habe auch fast nur Blätter. Bisschen höher halten, so. Genau. Nichts gehäckselt. Also hier ist Summer. Genau das Gleiche. Na, hier ist überhaupt nichts gehäckselt und hier würde ich sagen, ja, ein paar, ne? Ganz bisschen vielleicht. Also war wirklich kein großer Unterschied. Nee. So, was zu beweisen war, nämlich nichts. Ja, also der Stieger hat auch nicht wirklich das Laub groß klein gehäckselt. Das war jetzt nicht doll. Und vom Aufsaugeffekt war jetzt der Sabo jetzt auch nicht besser. Also kann man jetzt wirklich nichts. Nix sagen. Thank you.
wo ich hier gerade meinen Wasserbehälter sehe. <lacht> 22 Liter in den letzten 2 Tagen. Junge, Junge. Na komm. Naja. Man muss immer mit dem Wind runtermähen. Also nicht auf der falschen Seite anfangen, weil der Wind weht dann die Blätter auf das frisch gemähte. So, lieber Radfix, ich glaube, das war's jetzt mit dem kleinen Mähvideo hier zum Thema Laub aufsammeln. Da ist er, schon ganz der Sack voll. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Gebt mir einen Daumen, wenn ihr es gut findet. Und dann, ja, dann sehen wir uns vielleicht in einem weiteren Video. Macht's gut, viel Spaß mit eurer Rasenfläche. Bis bald. Tschüss.